Also gut, rücken Sie schon mit der Sprache heraus. Wer hat wen ermordet diesmal? Sein Opfer war der alte Mr. Enderby. Enderby? Das sind doch Hirngespinste. Er ist an einem Herzschlag gestorben. Beweisstück Nummer 1 in Gips festgehalten. Wofür halten Sie das? Das ist der Abdruck eines Steigbügels. Dann stammt der Lehm von einem Reitstiefel. Ja. Derjenige, der die Stalltür heimlich verschloss und den Motor anstellte, ist ein Mörder. Miss Marple. Ja, ja. Schon wieder hat die dumme alte Klatschtante geschnüffelt. Bitte kommen Sie herein. Mr. Stringer, wir waren uns doch einig, dass jemand, der nicht reiten kann, an einem solchen Ort nur auffallen würde. Außerdem ist die Polizei da. Was kann es denn da unten so Interessantes geben? Die Frau, die mit Hector wegreitet, hat den Onkel tot aufgefunden. Erinnern Sie sich an den Tag, als mein Onkel die arme Tante Cora besuchte? Waren Sie da im Landhaus? Wieso? Ja, ich war da. Wir müssen herausfinden, was Ihr Bruder zu ihr an jenem Tag gesagt hat und was sie zu der Überzeugung brachte, dass er ermordet wurde. Hey, wer ist da? Machen Sie auf! Das war wohl der wichtigste Punkt. Jedenfalls, was Sie angeht, glaube ich. Nein, Mr. Trundle, der wichtigste Punkt ist, wie viel Geld ich bekommen werde. Aber George, ich finde, du solltest solche Dinge nicht sagen, auch wenn sie deiner Einstellung entsprechen. Ich schätze, dass jeder ihrer Anteile zwischen 20 und 25.000 Pfund beträgt. Nach dem, was Mrs. Lenskinet gesagt hat, wissen wir jedenfalls, dass wir recht haben. Mr. Enderby wurde ermordet. Haben wir beide jemals einen Kriminalroman gelesen, der es bei einem Toten bewenden lässt? Ach, Sie meinen... Die haben ihre Methoden und wir haben die unseren.